1806 hatte Preußen eine Niederlage gegen Napoleon einstecken müssen, und zwar bei der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Gebietsverluste, erdrückende Tributzahlungen an Frankreich und das Bestreben, sich unter den Großmächten zu behaupten, machten 1807 Modernisierung nötig, die auf der Aufklärung beruhten und ein Teil der gesamteuropäischen Entwicklung waren. Karl Reichsfreiherr von und zum Stein war unter anderem mit der Städteordnung betraut. Bis in die Reformzeit wurden die Städte im ostelbischen Preußen vom Staat kontrolliert. Wenn es dem Namen nach eine Städteverwaltung gab, dann hatte diese kaum Einfluss oder war sinnentleert. Stein knüpfte teilweise an die älteren Traditionen an, indem er Sonderrechte beseitigte und alle Städte derselben Ordnung unterwarf. Städtische Rechtshoheiten, wie in Polizei und Gerichtswesen, wurden aufgehoben. Im Mittelpunkt der Kommunalreform von 1808 stand das Ideal der Selbstverwaltung. Die Städte sollten nicht mehr ausschließlich dem Staat unterworfen sein, sondern die Bürger sollten über ihre Angelegenheiten bestimmen können. Hier brachte Stein seine Abneigung der Bürokratie gegenüber besonders deutlich zum Ausdruck. Stein hoffte außerdem auf einen erzieherischen Effekt. Die Selbstverwaltung sollte das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten wecken, was letztlich auch dem Gesamtstaat zugutekommen sollte. Waren die Stadtverordneten vorher Repräsentanten einer ständischen Gruppe gewesen, so standen sie nun für die gesamte Gemeinde. Der Zensus für das Wahlrecht wurde nun vergleichsweise auf eine Niedrigkeit heruntergeschraubt. Die Stadtverordneten konnten nun von allen Bürgern mit Besitz von Grund und Boden mit einem Einkommen von mindestens 15 Talern oder gegen eine Gebühr gewählt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtverordneten war die Wahl des Magistrats. Dieser war das kollegial organisierte Vollzugsorgan der Stadtverwaltung. An der Spitze stand der Bürgermeister, dessen Wahl wie die der Magistratsmitglieder von der Staatsregierung bestätigt werden musste. Für die verschiedenen Verwaltungsbereiche wurden Kommissionen eingesetzt. Zentrale Aufgabe der Selbstverwaltung ergab sich aus der Verantwortung für den städtischen Haushalt. Die Polizei ging als Auftragsverwaltung erneut in den Aufgabenbereich der Kommunen über. Trotz dieser Ansätze einer Repräsentativverfassung gab es weiterhin ständische Elemente. So blieb die Unterscheidung in verschiedenen Gruppen bestehen. Die vollen Rechte blieben den Bürgern vorenthalten. Zum Erwerb des Bürgerrechts verpflichtet waren Grundeigentümer und Gewerbetreibende. Grundsätzlich stand das Bürgerrecht auch anderen offen. Von dem Recht zu Erwerb der städtischen Bürgerrechte konnten aber wegen der damit verbundenen Kosten insbesondere die unteren Schichten selten Gebrauch machen. Erst in der revidierten Städteordnung von 1831 gab es Ansätze, anstelle der Bürgergemeinde die Einwohnergemeinde zu setzen. Insgesamt lag die Selbstverwaltung bis in den Vormärz hinein in den Händen der in den Städten ansässigen Handwerker und Kaufleute. Trotz dieser Einschränkungen waren die Reformen ein Schritt auf dem Weg zur modernen, kommunalen Selbstverwaltung. Der Versuch, vergleichbare Strukturen wie in der Stadt auch in den Landgemeinden einzuführen, scheiterte am Widerstand des Adels.